Das ist eine andere Atmosphäre, das ist ein anderer Klang, ein anderer Hall, ein anderes Raumgefühl. Das merkt man auch in jedem, der hier neu reinkommt, der eigentlich begeistert ist. Und das ist schon cool. Was wir merken ist, dass die Kunden diese sichtbare Holzkonstruktion super schön finden, weil es auch nicht alltäglich ist, dass man im Verkaufsraum so viel von der wirklichen Konstruktion sieht. Jeder macht erstmal den Mund weit auf, wenn er herkommt und sagt, boah, cool. Das Gebäude ist einfach gelungen. In einer Holzhalle ist die Atmosphäre einfach schöner, weil das Holz lebt. Das hat Charakter. Das positive Ambiente, was von den Mitarbeitern wahrgenommen wird, aber auch von externen Dritten, die hierher kommen. Und jetzt steht man hier drin und guckt nach oben, sieht viel Holz, sieht eine schöne Optik und weiß, gut, dass ich nicht in Stahl gebaut habe, weil die Optik kriegst du nur mit dem Holz. Die Luft allein mit dem Holz, dieser Holzgeruch, ist sehr angenehm, auch für meine Kunden. Die haben direkt gesagt, hier riecht es richtig gut drin. Was ich am Anfang nicht gedacht hätte, dass es so viel Positives hat, wenn man in der Halle drin steht. Daher war für mich die Holzhalle im Nachgang auch wirklich absolut die richtige Wahl. Jeder, der hier reinkommt, ist immer begeistert von dem Raum, von dem Klima. Man ist eigentlich nicht gewohnt, dass man in einer Werkstätte Wohnzimmer-Feeling hat. Aber ich immer freut, wenn er in die Decke schaut. Es ist einfach ein anderes Wohnen als in Beton für uns. Für uns war das sehr, sehr angenehm. Wenn die Kunden hier reinkommen, man schaut ihnen in die Augen und die sehen einfach, es ist eine Holzhalle, es ist hell, das ist natürlich. Das freut mich halt immer und zeigt mir auch, dass es die richtige Entscheidung war, mit Holz zu bauen.